Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem YouTube-Kanal. Mein Name ist Christian und ihr seid hier genau richtig. Wenn ihr erfahren möchtet, wo die Unterschiede zwischen den beiden High-End-Saugern D-Bot T20 Omni und X2 Omni von Ecowax liegen. Vor allem im Zeitraum der Black Friday und Cyber Monday Tage sollte euch bewusst sein, welche Funktionen beide Saugroboter bieten, wo bei dem jeweiligen Modell die Vorteile, möglicherweise natürlich aber auch die Nachteile liegen. Von daher würde ich sagen, lasst uns nicht allzu lange schnacken und direkt in den Ring steigen, um uns in vollen 12 Runden anzuschauen, wo die Unterschiede zwischen dem T20 Omni und dem X2 Omni liegen. Nun wünsche ich euch aber viel Spaß. Runde 1, der Preis. Mit Sicherheit ein entscheidender Faktor für den Kauf des einen oder des anderen Saugers ist natürlich der Preis. Zum aktuellen Zeitpunkt liegt der Preis des T20 Omni bei rund 899 Euro, der D-Bot X2 Omni liegt bei 1309 Euro. Die Angebotspreise zum Black Friday bzw. Cyber Monday liegen natürlich deutlich unter diesen Preisen. Entsprechende Links habe ich euch natürlich unten in die Videobeschreibung gepackt. Runde 2, Design. Nachdem nun beide Roboter die erste Runde überstanden haben, müssen wir natürlich auch noch über das Design sprechen. Während der T20 Omni mit seinem recht klassischen Saugroboter-Design den Ring besteigt, ist der X2 Omni vor allem auch mit seinem D-Shape-Design an den designorientierten Kunden ausgelegt. Wenn es also um das rein optische geht, so macht der X2 Omni meiner Meinung nach die etwas bessere Figur. Runde 3, Abmessung und Gewicht. Ein weiterer entscheidender Faktor beim Kauf eines Saugroboters mit dazugehöriger Absaug- und auch Waschstation können natürlich auch die Abmessung und in bedingtem Maße auch das Gewicht sein. Stellt euch mal vor, der Saugroboter passt von seiner Höhe nicht unter euer Sofa oder die Kommoden bzw. die Absaugstation nicht in eine bestimmte Ecke, wo ihr sie platzieren wolltet. Von daher kommt der X2 Omni auf Abmessung von rund 35,3 x 32 x 9,5 cm in der Höhe. Beim T20 sprechen wir von 36 cm im Durchmesser und einer Höhe von 10,3 cm. Auch wenn es nicht viel erscheinen mag, so können die rund 8 mm Unterschied doch schon ausschlaggebend für den X2 Omni sein. Bei den Absaugstationen sieht es ähnlich aus. Hier besitzt der X2 Omni Abmessung von 39,4 x 44,3 x 52,8 cm. Der T20 Omni liegt bei 43 x 44,8 x 57,8 cm und ist damit auch etwas größer. Auch wenn man die Sauger- und Absaugstation nicht täglich durch die Wohnung tragen wird, vollständigkeitshalber aber auch hier noch die Daten. Der X2 Omni wiegt 5 kg, dessen Absaugstation 11 kg, der T20 Omni kommt auf 4,4 kg und dessen Absaugstation auf 14 kg. Runde 4, Akkulaufzeit. In Runde 4 kommen wir zu etwas tatsächlich Verrücktem, nämlich der Akkulaufzeit und Ladezeit der Roboter. Der X2 Omni ist mit einem deutlich größeren 6400 mAh Akku ausgestattet und benötigt lediglich 5,5 Stunden, um wieder komplett aufgeladen zu sein. Die Ladezeit beim T20 Omni beträgt 6,5 Stunden, hier beträgt allerdings die Akkugröße nur 5200 mAh. Das Paradoxe, und das konnte ich auch in meinem Testbericht nachstellen, die Laufzeit beim eigentlich stärkeren X2 Omni liegt im Schnitt um 30 Minuten unter der des T20 Omni. Wir sprechen hier aber immer noch von mindestens 3,5 Stunden, sodass tatsächlich auch größere Wohnungen mit einer Batterieladung ohne Probleme gesaugt werden können. Denn im Schnitt kann man für einen Quadratmeter Reinigung im kombinierten Saug- und auch Wischmodus zwischen einer Minute bis maximal 1 Minute und 30 Sekunden rechnen. Runde 5, Staub und Wasser. Nun besprechen wir die Möglichkeit, wie man mit beiden Robotern möglichst viel Staub aufnehmen und anschließend auch wieder abgeben kann und natürlich auch darüber, wie die Reinigung mittels der Wischpads aussieht. Während der T20 Omni einen integrierten Staubbehälter von 300 ml besitzt, hat der X2 Omni 420 ml an Bord und zudem noch einen 180 ml Wassertank. Der Unterschied zwischen den beiden Staubbehältergrößen ist für mich nicht wirklich ausschlaggebend, da bei beiden Modellen nach einem erfolgreichen Saugvorgang die entsprechenden Behälter automatisch an der Basisstation abgesaugt werden. Der Unterschied im Wischmodus liegt aber darin, dass der T20 Omni zu Beginn eines Saug- und Wischvorgangs die rotierenden Wischpads mit Wasser versieht, dann in einer vordefinierten Zeit oder auch Quadratmeterzahl eure Räumlichkeiten wischt und saugt und während der Komplettreinigung immer wieder die Basisstation anfährt, um A, die Wischpads zu reinigen und B, natürlich auch wieder mit Frischwasser zu versorgen. Beim X2 Omni ist das ähnlich, der hat jedoch den Vorteil, dass es einen integrierten Wassertank mit 180 ml Fassungsvermögen gibt, also dass der Sauger theoretisch deutlich länger auf euren Flächen wischen kann. Aber auch hier ist es wieder so, dass er nach einer vordefinierten Zeit oder auch Quadratmeterzahl, die ihr in der App auch definieren könnt, immer wieder an die Station fährt, um die Wischpads von Schmutz zu befreien. Anschließend geht dann auch hier die Reinigung weiter.
Runde 6, die Stationen. Wo wir gerade schon über die Möglichkeit des Absaugens und des Aufbringens von Wasser in der Basisstation gesprochen haben, werfen wir hier nochmals einen detaillierten Blick drauf. Die Absaug- und auch Waschstationen sind der Dreh- und Angelpunkt eurer Sauger. Dort werden die Sauger nicht nur aufgeladen, nach erfolgreichen Saugvorgängen wird auch hier automatisch der Staubehälter durch eine entsprechende Öffnung auf den Rückseiten der Sauger entleert. Ein Riesenvorteil gegenüber anderer Konkurrenten ist bei beiden Stationen die Tatsache, dass die Wischpads während und nach einem Wischvorgang in der Station mit 55 Grad warmem Wasser gereinigt werden, sodass Schmutzanhaftungen noch besser aus den Wischpads gelöst werden. Sollte die Reinigung komplett beendet sein, so werden die Pads aber nicht nur mit warmem Wasser, sondern auch mit Heißluft getrocknet, damit weniger unangenehme Gerüche entstehen. So ist es tatsächlich ohne Probleme möglich, beide Sauger auch über Wochen mit den gleichen Wischpads zu betreiben, ohne dass irgendwelche unangenehmen Gerüche entstehen. In der Station des T20 Omni befindet sich ein 4 Liter Schmutzwasser- und 4 Liter Frischwassertank, zudem ein 3 Liter Staubbeutel, der auch nur alle paar Wochen gewechselt werden muss. Beim X2 Omni sind es ebenfalls 4 Liter Frischwasser, hier jedoch nur 3,5 Liter Schmutzwasser und zudem ein 3 Liter Staubbeutel. Runde 7, Navigation. Kommen wir nun auf die Navigationstechnologie zu sprechen, die zweifelsohne in beiden Robotern absolut hervorragend ist, jedoch etwas anders funktioniert. Im T20 Omni besitzen wir im vorderen Bereich die Drew Detect 3.0 Technologie, die mittels zweier sich kreuzender Laser auch recht kleine Gegenstände immer noch vor dem Sauger erkennen und auch identifizieren kann. Hinzu kommt der lasergestützte Turm auf der Oberseite, der eure Räumlichkeiten zentimetergenau kartografieren kann, um so einen Plan eurer Wohnung oder eures Hauses anlegen zu können. Beim X2 Omni befindet sich in der Front eine KI-geschützte Videokamera, die unter anderem vor dem Sauger befindliche Objekte besser erkennen und umfahren soll. Hinzu kommt ein lasergestütztes System in der Ecke des Saugers, sodass auf einen hervorstehenden Turm auf der Oberseite komplett verzichtet werden kann. Wenn es rein um die Navigation geht, so habe ich mit dem T20 Omni leicht bessere Erfahrungen gemacht, da der 360-Grad-Laserturm sich in Engstellen besser zurechtfindet. Wenn es allerdings um die Hinderniserkennung geht, so hat die videobasierte Variante des X2 Omni seine Vorteile. Hier muss man einfach für sich abwägen, ob man mehr Wert auf das eine oder das andere legt. Runde 8, App. Wie bei jedem smarten Gerät sind auch beide Roboter auf die Installation einer App auf eurem Android-Smartphone oder iPhone angewiesen. Bei beiden Geräten funktioniert die Einrichtung identisch, sodass ihr anfänglich einen QR-Code scannen müsst, um den Roboter mit eurem heimischen WLAN und der App verbinden zu können. In der Anwendung bekommt ihr nicht nur die Möglichkeit, die Karte eurer Wohnung zu bearbeiten, sprich aufzuteilen, Räume zusammenzuführen, zu benennen, sondern auch die Möglichkeit, die Saugleistung an eure Räume anzupassen oder auch die Reinigungsfolge der Räume zu bestimmen. Ein großer Vorteil des X2 Omni besteht hier jedoch darin, dass ihr auch die Wasserabgabemenge für einzelne Räume bestimmen könnt, sodass hier Räume mit empfindlichen Böden, zum Beispiel mit weniger Wasser gewischt werden, Räume mit Fliesen mit mehr Wasser. Diese Funktion besitzt der T20 Omni leider nicht, sodass gleichbleibend auf allen Böden die gleiche Menge Wasser abgegeben wird. Wer also über unterschiedliche und möglicherweise auch empfindliche Bodenbelege verfügt, hat möglicherweise beim X2 Omni einen kleinen Vorteil. Runde 9, Saugleistung. Nun zu den Saugleistungen der beiden Kontrahenten. Mit 8000 Pascal ist der X2 Omni richtig stark aufgestellt. Dagegen wirkt der T20 Omni mit seinen 6000 Pascal, die zweifelsohne auch richtig gut sind, schon leicht unterdimensioniert. Bei beiden Robotern bekommt ihr eine gummierte Hauptbürste, die sehr zuverlässig Staub und Partikel in die Staubehälter transportiert. Beim X2 Omni wird zudem durch das Design des Roboters eine verbesserte Eckenreinigung hervorgehoben. Im Alltag konnte ich tatsächlich zwischen beiden Robotern aber keine Unterschiede feststellen, sodass die Saugleistung bei beiden Geräten tatsächlich auf einem Niveau liegt. Zudem ist es so, dass die angegebenen 8000 Pascal lediglich im maximalen Modus vorliegen, den ihr zu 95% aber nicht nutzen werdet und im Standardmodus unterwegs sein werdet. Auch wenn die Zahlen, Daten und Fakten eindeutig für den X2 Omni sprechen, so sehe ich hier wirklich kaum Unterschiede in der Saugleistung. Runde 10, Wischleistung. Beim Wischen sieht es meiner Meinung nach schon etwas anders aus. Dadurch, dass der X2 Omni einen integrierten Wassertank und die dauerhafte Zufuhr von Frischwasser hat, besitzt er eine etwas bessere Wischleistung. Hier kommt auch hinzu, dass man während eines Reinigungsvorgangs auch unterschiedliche Böden mit unterschiedlich viel Wasser wischen lassen kann. Also der Punkt, den ich bereits eben schon in der App angesprochen habe. Was beide Roboter dann wieder vereint, ist das Anheben der Wischpads, was immer dann erfolgt, wenn eine bestimmte Quadratmeterzahl gereinigt wurde und die Sauger für eine Zwischenreinigung der Wischpads zu Waschstation fahren. Dies hat den absoluten Vorteil, dass bereits Schmutzanhaftungen an den Pads bei der Rückkehr zur Station nicht über den bereits gereinigten Boden verteilt werden. Runde 11, Jeko.
Was beide Roboter dann wieder vereint, ist der Sprachassistent Geeko, der beide Roboter auf ein neues Level der Bedienung hebt. Komplett unabhängig von eurem Smartphone könnt ihr den Robotern Sprachbefehle erteilen, die meist unverzüglich ausgeführt werden. Aufgrund einer Schallquellenlokalisierung erkennt der Roboter, an welchem Ort ihr euch befindet und kann so zum Beispiel eine Reinigung genau an eurem Standort ausführen. Ihr könnt ihn aber auch zur Reinigungsstation schicken, den Staubehälter absaugen lassen, die Wischpads reinigen oder eben auch mitteilen, dass nur bestimmte Räume gesaugt werden sollen. Hier gibt es tatsächlich mehrere hundert Ausrufe. Runde 12, Fazit. In der letzten Runde, wo es möglicherweise den K.O. für den einen oder anderen Roboter gibt, möchte ich euch direkt zu meinem Fazit bringen. Wie ihr möglicherweise in den unterschiedlichen Runden feststellen konntet, sind die Roboter in dem einen oder anderen Bereich mal stärker oder auch mal schwächer. Wenn ich mich am Preis orientiere, so ist natürlich der kostengünstigere T20 Omni das interessantere Modell. Geht es rein um das Design, so spricht mich mehr der X2 Omni an. Bei der Saugleistung finde ich beide auf einer Stufe, die Hinderniserkennung ist beim X2 Omni besser, die Navigation in Engstellen beim T20 Omni. Bei der Wischleistung muss ich ganz klar dem X2 Omni den Sieg zusprechen, da er nicht nur einen integrierten Wassertank besitzt, sondern auch unterschiedliche Böden in euren vier Wänden mit unterschiedlich viel Wasser reinigen kann. Wie auch bei vielen anderen Produkten ist es natürlich auch hier ein Für und Wider, was einem mehr zusagt, wobei ich hoffe, dass ich euch hiermit etwas Aufklärung geben konnte. Und genau mit diesen Worten möchte ich mich auch schon bedanken mit meinem Vergleichsbericht zwischen dem EcoWex T20 Omni und auf der anderen Seite dem X2 Omni und bedanke mich, dass ihr zugeschaut habt. Würde mich riesig freuen, wenn euch das Video gefallen hat, ihr ein Like oder Kommentar lasst und natürlich auch bei den zukünftigen Videos einschaltet. Bis dahin, macht's gut und ciao.